Herzlich willkommen, neuer Monat, neues Messer und heute dreht es sich um ein feststehendes Messer und zwar um ein richtiges Survival- bzw. Bushcraft-Messer und zwar um das Overlander 2. Das Overlander 2 ist von Pop Knives und kommt in so einer kleinen, hübschen, schönen Verpackung. Und drin ist auch nicht viel an sich, holt man es raus. Dann hat man hier noch so ein bisschen hier Pop Knives Made in USA. Und dann ist es hier auch schon. Was hier auch dabei ist, klasse, ganz toll, ist hier so ein kleiner Anhänger, der auch als Pfeife dient. Nochmal. Okay, gut, alles klar. So viel dazu. Ganz nett, kleiner Gimmick. Finde ich jetzt eigentlich ganz süß. So, und hier ist es jetzt, das Overlander 2 von Pop Knives. In einer wunderschönen Scheide. Um die kümmern wir uns jetzt mal als erstes. Eine taktische Scheide, und zwar hier hinten auch. Und das war eins meiner Hauptkaufkriterien, 360 Grad drehbar. Also wirklich super. Ich bin ja ein großer Fan davon. Ich trage es immer upside down am Gürtel. Ist aber auch kein Problem, es normal zu tragen oder hinten am Rücken quer. Genau. Die Scheide an sich ist aus Kydex. Material gefertigt, also ist auch wirklich schön robust. Und was ich auch ganz toll finde an dieser Scheide ist, sie hier hinten auch noch mal das kleine Top Knives Logo. Und was ich auch ganz toll finde, ist das Geräusch, wenn das Messer einrastet. Finde ich sehr gut. Geht auch, ja, für meines Erachtens weder zu streng noch zu leicht aus der Scheide raus. Und lässt sich daher wirklich gut auch einhändig aus der Scheide ziehen. Gut, Made in USA. Wir haben hier 1095er Carbonstahl mit einer Klingenlänge von 10,1 cm. Also 10,1 cm sind wir unter diesen 12 cm. Jeder, denke ich, weiß, von was ich rede und kann jetzt sich da das eine oder andere denken. Klingenstärke, und hier haben wir ein richtig fettes Messer. Also hier haben wir wirklich 5 mm Klingenstärke. Eine Klingenhöhe haben wir von 3 cm, eine Gesamtlänge von 21 cm und 188 Gramm. Also hier merkt man schon, dass man auch was in der Hand hat. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Vorne das Chimping ist schon, ist okay, also ich mag es ein bisschen griffiger, aber wenn man da fest drauf drückt, hat man schon auch den Abdruck vom Chimping in der Hand. Die Klinge selber, klassische Drop-Point-Klinge mit Flachschliff. Was ich jetzt ein bisschen schön gefunden hätte, wenn man hier oben, also hier den Grat noch ein bisschen weiter raufgezogen hätte und es ein bisschen weiter nach oben geschliffen hätte. Das hat den folgenden Grund: Wir haben eine Klingenstärke von 5 mm, also wirklich fett. Natürlich, keine Frage, es ist ein Survival-Messer. Ja? Dass das stabil und man damit auch choppen und hacken muss und was weiß ich was alles, ganz klar. Aber der Stabilität hätte das jetzt nicht wirklich viel weggenommen, aber dadurch wäre das Messer um einiges schneidfreudiger geworden. Vom Design her gefällt es mir auch sehr, sehr gut. Also ich mag schwarze Klingen, hier auch das Chimping vorne und das Chimping hinten dazu gefällt mir sehr, sehr gut. Hier hinten habe ich vergessen, hier hinten war auch noch so ein Stückchen Paracord dran, das mitgeliefert worden ist. Das ist hier. Das habe ich gleich wieder abgemacht. Das ist, ja, das war schön, dass es dabei war, aber es sah auch so aus. Nett gemeint, aber war jetzt vom Knoten her und so auch nicht so hübsch.
Das werden wir übrigens gleich noch ändern, denn diese Griffschalen an sich, wer es mag und wem es gefällt, bitte gerne. Ich finde es jetzt okay, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Optik her. Was ich relativ schön finde, sind diese Kreuzschlitzschrauben. Sieht man auch sehr, sehr selten, passt auch gut zum Design. Aber die Farbe der Griffschalen an sich gefällt mir jetzt nicht so gut. Und daher werde ich euch auch gleich noch zeigen, wie wir hier eine richtig schöne Paracord-Schnürung drum machen. Ich habe mich für schwarzes Paracord entschieden, also ich wollte hier komplett schwarzes Messer haben. Habe ich noch gar nicht. In dem Sinne werde ich das hier komplett schwarz schnüren mit Paracord. Hier sehen wir noch, also hier steht es Overlander 2 Top Knives und hier drüben nochmal Made in USA. Jetzt habe ich eigentlich schon eine richtig schöne Überleitung gemacht und ich glaube, wir fangen gleich mal an mit der Zerlegung des Messers und dann mit der Paracord-Schnürung. Als erstes müssen wir die Griffschalen entfernen und das ist hier beim Overlander 2 relativ einfach. Man dreht hier einfach die Kreuzschrauben auf, dreht das ab und dann ist die Nummer eigentlich auch schon fertig. Das Schöne am Overlander 2 ist also hier, die Griffschalen sind nicht verklebt. Das ist immer ganz schwierig, wenn man versucht, die Griffschalen abzumachen und die sind noch zusätzlich verklebt. Aber man sieht hier schon, es fällt schon quasi auseinander. Aber trotz alledem, diese Kreuzschrauben halten sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dreipunkt fixiert. Finde ich sehr gut. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann kann es eigentlich quasi schon losgehen mit der Schnürung. Hier abgebaut und los geht's. Also als erstes brauchen wir natürlich das auseinandergebaute Overlander 2. Hier habe ich mir so eine kleine Pseudoscheide gebastelt. Das ist einfach nur ein bisschen Karton mit Gaffertape außenrum, dass ich mir beim Schnüren nicht wehtue. Als nächstes brauchen wir noch ein Feuerzeug. Irgendeins, völlig egal, um später das Paracord hinten zu verschweißen. Irgendetwas, um das Paracord abzuschneiden. Ich habe hier quasi, ich bezeichne es immer als den kleinen Bruder. Ja, hier habe ich mein Isula, damit schneide ich das Paracord ab. Und natürlich brauchen wir das Paracord. Paracord hier empfehle ich euch, ich zeige das nochmal ganz kurz gleich, mindestens 5,50er Paracord. Ich habe hier 6,20er Paracord. Denn beim Overlander 2 ist es so, dass wenn ich es in die Scheide stecke und die Griffschalen sind ab, dann hält es nicht mehr. Das heißt, habe ich ein zu dünnes Paracord, wird mir die Scheide nicht mehr passen. Von der Länge vom Paracord, also ihr braucht wirklich nur ein Stück Paracord. Ich habe jetzt hier knapp 4 Meter genommen. Das liegt daran, dass der Griff vom Overlander 2 relativ hoch und relativ breit ist. Und die Schnürung ist jetzt nicht so schwierig, aber sie braucht doch relativ viel Paracord. Wichtig bei dieser Schnürung ist jetzt, dass ihr euch merkt, wo die Klinge ist. Also, bei mir zum Beispiel ist jetzt die Klinge rechts. Und dann suchen wir uns die Mitte vom Paracord und legen es erstmal unter den Griff. Ich gehe hier oben ins zweite Chimping und dann ist die Schnürung eigentlich relativ simpel. Die Seite, wo die Klinge ist, gehe ich oben drüber und unten durch. Dann festziehen und jetzt gehe ich von der Klingenseite aus unten durch und oben drüber. Dann sollte das so aussehen. Jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, schwarz auf schwarz. Dann als nächstes
drehen über die Klingenseite. Und dann wieder von der Klingenseite, die jetzt links ist, oben drüber und unten durch. Dann wieder andersrum, links die Klingenseite, nicht oben drüber, sondern unten durch. Und oben drüber. Hierbei gucken, dass der Knoten auch schön oben sitzt. Das hat einen optischen Grund, dann wird es einfach schöner. Und schön festziehen. Dann dreht man wieder über die Klingenseite auf die andere Seite rum. Und wir fangen wieder an der Klingenseite an und gehen oben drüber, also hier oben drüber und unten durch. Schön festziehen und dann gehen wir wieder von der Klingenseite unten durch und oben drüber. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist die ganze Schnürung und das machen wir jetzt erstmal bis zum Ende. Ganz hinten angekommen und wir sehen schon, also dieses Knotenmuster hier oben finde ich schon ziemlich stark. Also sieht wirklich gut aus. Geknotet ist es bis kurz hinten vorm Loch, ganz knapp. Ja? Und jetzt kommt das, was ich eigentlich am Anfang schon erwähnt habe mit dem Paracord. Also mindestens 550er Paracord. Ich habe jetzt hier ja 620er. Und jetzt hat hält mir das Messer auch. Ja, also da fällt nichts raus. Habe ich jetzt ein dünneres Paracord, dann wird mir das Messer in der Scheide wahrscheinlich nicht mehr halten. Jetzt habt ihr allerdings zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt hier aufhören, wenn euch das hier so gefällt. Und hier zum Beispiel die Schlinge nochmal unten durch und dann halt hinten verknoten und einfach verschweißen. Ich werde das nicht machen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter das Paracord knoten. Und zwar mache ich mir hier hinten jetzt gleich mit der gleichen Schnur, damit es auch hält, also nichts dran geschnürt nochmal oder sonst irgendwas, mache ich mir hier hinten noch ein Lanyard dran. Um jetzt den Lanyard anzuknüpfen mit dem Snake Knot, habe ich hier jetzt halt ein Stück Paracord geht nach unten weg Richtung Klinge. Und ein Paracord geht oben über den Griff. Als erstes nehmen wir das Stück Paracord, das oben drüber läuft, also hier über den Griff oben drüber, stecken es von unten durch, sodass das Paracord oben nochmal über den Griff drüber läuft. Dann nehmen wir das untere Stück Paracord und stecken es ebenfalls durchs Loch hindurch. So, und jetzt haben wir links und rechts vom Griff haben wir jetzt jeweils ein Paracord und das ist der perfekte Ausgangspunkt für den Snake Knot. Ihr seht schon, ich habe mir jetzt hier so eine behelfsmäßige Stütze gebaut. Die braucht ihr jetzt nicht zwingend für den Snake Knot, aber wenn das Messer immer umfällt, dann ist es einfach ein bisschen schwierig zu zeigen. Der Snake Knot, nehmen wir erst den linken Paracord und durch eine kleine Drehbewegung machen wir eine Schlaufe. Wichtig ist, dass hier unten durchläuft das Paracord.
dann nehmen wir das rechte Paracord durch die Schlaufe durch, also hier durch. Und dann holen wir das Paracord zurück, das rechte, und stecken es durch die erste Schlaufe wieder durch. Das sieht dann ungefähr so aus. Und dann, jetzt kommt das Schwierige, der erste Knoten muss wirklich ganz am Messer sitzen und wirklich ganz knapp. Und schön festziehen. So, das sieht jetzt ungefähr so aus. Ich zeige nochmal den Snake Knote einmal noch. Also linkes Paracord, einer kleinen Drehbewegung, das Paracord eindrehen, so dass sich eine Schlaufe bildet, und ganz wichtig, die Schlaufe muss unten durchlaufen. Dann hat das rechte Paracord durch die Schlaufe hindurch. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen umständlich, damit ihr es seht. Ziehen und dann das rechte Paracord zurückholen und durch die erste Schlaufe wieder durch. Und den kann man auch in größeren Abständen machen. Ich tue es nicht. Ich mache den ganz knapp hinten dran, dass ich auch ein richtig schön festsitzendes, steifes Lanyard bekomme, dass ich gut packen kann hinterher. Sehr gut, jetzt hat es meine Stütze zerlegt. Also es kommt doch relativ scharf aus dem Werksschliff. Und das wiederholen wir jetzt einfach, bis wir die gewollte Länge vom Lanyard hinten haben. Haben wir die gewünschte Länge erreicht, so wie bei mir jetzt hier zum Beispiel, ist es ganz einfach, wie bei jedem Paracord, der Verschluss hinten durch verschmelzen. Ich lasse hier, wenn ich sowas abschneide, immer ungefähr so einen halben Zentimeter lasse ich ungefähr dran. Also ungefähr so. Hier sieht man jetzt halt so ungefähr einen halben Zentimeter und dann einfach mit dem Feuerzeug hinten verschmelzen. Gerade so, dass es nicht brennt. Ich gucke immer, dass das innen drin, die Seele dann halt so, ich lasse ein kleines bisschen kokeln, dann puste ich es aus, so dass die Seele innen drin auch schwarz wird. Das ist halt beim schwarzen Paracord halt dann nochmal schöner. So. Und jetzt haben wir ein richtig, richtig cooles Messer mit Lanyard hinten dran. Und hier ist es jetzt halt, das fertig geschnürte, gepimpte Overlander 2. So gefällt es mir nochmal ein richtiges Stück besser, und es liegt aber auch durch die Schnürung, dass die oben ein bisschen breiter ist und unten noch ein bisschen schmaler, liegt das Ding jetzt noch ein bisschen besser in der Hand und passt auch noch in die Scheide, ohne dass es rausfällt. Und nachdem das Overlander 2 ja hier bis hier vorne hin mit dem Griff in der Scheide verschwindet, kann man es jetzt hier hinten durch das Lanyard, kann man es hier hinten jetzt auch nochmal schön mitpacken und kriegt es nochmal ein Stückchen besser aus der Scheide raus. Also hat nicht nur einen optischen Effekt, sondern auch einen funktionellen. Sehr schön, Overlander 2 gepimpt, freut mich. Ja, so gefällt mir das Messer gleich nochmal ein ganzes Stück besser. Das war's auch schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt.
Und ich würde mich freuen, auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, ihr habt das mit dem Knüpfen und mit dem Knoten von dem Paracord alles gut im Video sehen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beziehungsweise ich wünsche euch viel Spaß mit dem Overlander 2, falls ihr euch entscheiden solltet, euch dieses Messer zuzulegen. Was ich ganz vergessen habe, das Overlander 2 kostet. Was kostet es? Hätte ich jetzt fast noch vergessen. Roundabout, wo ihr es euch kauft, so um den Dreh, um die 150 Euro. In dem Sinne, ich bin der Scarf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.